Und damit hallo Siri, und herzlich willkommen. Schön, dass du heute eingeschaltet hast bei The Witcher Wild Hunt. Hier waren wir zum Schluss stehen geblieben mit der guten alten Siri und unserem kleinen Schreihals, dem guten alten Rittersporn. Gut, da wollen wir mal hier fix rein. Damit ich das hier, diese Erinnerung, auch endlich mal zu Ende bekomme. Und euch mal was Neues zeigen kann. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Und wie du schon siehst, Ciri metzelt sich mal wieder durch die Gegend. Alles nur in dem armen Rittersporn zu helfen. Ja, ich scheint schon erschöpft zu sein, ein bisschen. Ciri! Schmeißt sich heldenhaft davor, wa? Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ah, ich verstehe, das erklärt, warum Ciri auf einmal weg war und nachher dann im Sumpf rauskam, wo sie dann auf den blutigen Baron gestoßen ist. Was für ein Abenteuer! Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch, und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Sultan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Na wunderbar. Okay, sagen wir mal, was ist mit Ciri? Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Sagen wir mal, Hurensohn war in der Tat nicht begeistert, ne? Der war auch wirklich nicht begeistert. Tja, entzückt war er nicht. Du hast bei der Gelegenheit nicht zufällig ein gutes Wort für mich eingelegt? Nein? Vielleicht, dass ich ihn nie betrügen wollte und dass er es mit dir zu tun kriegt, wenn er mir ein Haar krümmt? Sagen wir mal, dazu war einfach gar keine Zeit. Wir haben den ja einfach umgebracht, glaube ich, wenn ich mich mit dir erinnere. Ich hatte nicht genug Zeit. Du scherst dich einen Dreck um deine Freunde. Was ist mit Siggi Reuven? Wie geht's dem? Gut, soweit ich weiß. Das ist schlecht. In mir nagt der Verdacht, dass er ein klein bisschen wütend auf mich ist. Frag mich mal, wofür das überhaupt gut sein soll, dieses komische Kästchen da. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Okay, ein Fluch also, okay. Fragen wir mal ein bisschen genauer nach. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Okay, frage mich mal, ob er noch ein bisschen mehr über den Fluch weiß.
Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Elaine, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenait, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mal, ob Ciri sonst noch was gesagt hat. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Trotzdem, wir müssen einfach Ciri finden. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist ins Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Okay, da reitet ein Teil unserer Helden von dannen zum Rosmarin und Thymian. Und ich denke mal, wir werden uns demnächst auch dorthin begeben. Oh, wir können ja immer noch mit dem guten alten Sultan reden. Geralt, Kumpel. Meister Hexer, wir haben ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Ah, das ist dieser Quest, das ist wieder so ein Questteil. Die wollen mir wieder irgendwas andrehen, oder? Feier mal erstmal fix. So. Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Was soll ich denn jetzt mit diesem dämlichen Bild eigentlich anfangen? Keine Ahnung. Ich könnte hier schnell reisen. Aber das wäre eigentlich Quatsch. Ich gucke erstmal in meinem Inventar, ob ich irgendwas Brauchbares Neues habe. Ja, dieses dämliche Bild habe ich jetzt in der Backe. Was mir eigentlich nicht wirklich hilft. Ich gucke mal in meinen Questblock rein. Oh, guck mal, hier schon die erste Mission zu Hearts of Stone. Das ist das nächste kleine DLC, was ich spielen werde. Werde ich mal irgendwann so mit einbringen, sag ich mal. Also wird es mal jetzt zeitlang keine Witcher-Folgen geben, also keine normalen Witcher-Folgen. Und dafür wird es dann halt Hearts of Stone Folgen gehen. Guck jetzt mal, ob ich noch irgendwas Schönes machen kann, was noch nicht so hohen Level ist. Aber ich glaube, ich habe alle niedrigen Sachen schon weggesammelt. Oder weggemacht. Okay, hier ist mal bei Level 13. Das scheint das niedrigste zu sein, wa? Außer das hier mit der Greifenrüstung. Tote wehren sich nicht. Das machen wir mal. Wohin man mich das auch hinführen wird. Natürlich nur irgendwo 3000 Meter in die Walachei. Gut, also nehme ich doch mal die Schnellreise. So, jetzt muss ich mal gucken, wo führt mich das Ganze hin.
Bord. Okay. Gut. Dann reisen wir da mal schnell hin. Sozusagen. Und werden mal gucken, ob wir nicht diesen Schatz bekommen können. Ich wollte gerade schnell feiern. Ja, komm schon. Holen wir uns mal Plätze ran. In die Häuser! Ich meine, es ist nicht mehr allzu weit weg. Wo sind nur einige Diener, die wir eigentlich noch fix abmurkseln, oder? Zähne der alten Henne verfaulen, damit mein Mann sich von ihr fernhält. Würden wir jetzt immer noch mal hier. Oh, das war ja einfach. Wahrscheinlich noch nicht gewesen zu sein, oder? Warum drehen die hier gerade so am Apfel? Ach so. Weil hier total viele Spiele kommen. Ach nee. Na komm. So. Okay. Oh, wer kommt jetzt da? Müssen wir erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, bitte. So. Hier brutzeln wir uns mal weg. Also ob das Level 15 gewesen. Also keine wirkliche Herausforderung für mich. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was bekommen von denen. Ah, nichts wirklich Spannendes. Aber sie sind immer noch mehr Ertrunkene unterwegs, oder? So, wir sollen eigentlich dort entlang. Vielleicht mal die gleich mit verbinden, ja? Dass wir nicht mal auf die Finger hauen müssen, wenn ich den Feuerzauber machen möchte, sozusagen. So, den haben wir gebrutzelt. Die sind aber echt verdammt schwach, die Gegner hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich Hearts of Stone wahrscheinlich schon mit Level 20 angehen werde. Denkbar wär's. Wäre wahrscheinlich auch ganz lustig, sich durchzuprügeln. Ich habe schon in einigen Kommis gelesen, dass es sowohl einige sehr schwer fanden, andere sehr leicht fanden. Und wie sollte da nochmal ein Balancing-Update kommen für die Bossgegner. Wie viel da jetzt am Ende wirklich dran ist, erfährt man sowieso nur, wenn man selber spielt. Da auch jeder andere Empfindung hat, was schwer und was nicht schwer ist. Ja, bleibt spannend, also. Ich freue mich auf jeden Fall auf Hearts of Stone, wenn ich das in der nächsten Folge dann spiele. Oder anfange zu spielen. Oh, hier sind... Ziel auf deine Augen! Scheiße! Ich kann mal wieder ein bisschen Leben gebrauchen und die können mir ganz gut Leben geben, ja. Da kommt schon Heiger. Ich kann die eigentlich auch mit Fäusten nur verprügeln. Oh, ich habe das Objekt der Begierde gefunden. Schneller als erwartet. Tja, das glaube ich eher nicht. So. Den haben wir die halbe Körperhälfte weggesetzt. Und hier vorne ist unser Schatz, auf den wir eigentlich gehofft haben, glaube ich, oder? Gucken wir mal, ob das Wesen was Interessantes gebracht hat für uns. Da habe ich nochmal wieder geahnt. Bringt natürlich nichts Interessantes. Aber gemacht ist gemacht. Es war ja auch bloß eine Stufe 9 Quest. Also relativ simpel und einfach. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn noch so Schönes. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch was relativ Einfaches. Level 13 nämlich. Setze dann extra Sender ein, um die Ladung zu finden. Okay. Na, natürlich wieder 2000 Meter irgendwas entfernt. Das ist ein bisschen zu weit, um hinzureiten. Deswegen werde ich jetzt einfach zum nächsten Schnellreisepunkt wieder zurückgehen. Ich darf natürlich jetzt nicht in die Enge des Greifs geraten, der hier rumstreift. Denn irgendwie gegen den Greif komme ich noch nicht an. Das habe ich ja schon in der letzten oder vorletzten Folge mal versucht.
Los, los. Ich habe schon mal jedenfalls versucht, auch zwischendurch, als ich nicht aufgenommen hatte, habe ich schon mal versucht, gegen den zu kämpfen, aber keine Chance, Leute. Der Greif ist echt verdammt gut. Weiter so, Plätze. Oh. Ja, ich glaube, die nehmen wir noch mit. Wir sind nämlich bereit, wieder von einem Level ausgeht. Da kann man alle guten Punkte gebrauchen. Zumal der eh nur Kindergarten war jetzt. Hier vorne sind noch welche, wa? Ich kann noch wieder ein bisschen Leben gebrauchen. Der eben hat mich ein bisschen überrascht, muss ich gleich sagen. Lebenstechnisch. Ha. So. Sind wir auch gleich wieder am Schnellreisezug. Wunderbar. Ja, ja, was der nicht alles für Probleme hat, muss man schon sagen. Fliegende Drachen. So, dort sollen wir hin, dann werden wir mal dahin schnellreisen, Fick. So, dann haben wir es nämlich nicht mehr weit zu unserem Schatz. Wunderbar. Auch dass man nach dem Schnellreisen man nicht gleich schnell speichern kann, ist schon ein bisschen doof. So. Das sind noch 50 bis 70 Meter und dann sind wir schon dort. Ich werde mal kurz abchecken, ob nicht unter Wasser irgendwas auf uns lauert, aber gerade nicht so aus, ne? Ah, ich hasse es, von diesen Ertrunkenen angegriffen zu werden. So, wir sollen die Hexersinne einsetzen, um die Kisten zu finden. Okay, da sind anscheinend Ertrunkene, aber die sind draußen. Hier habe ich schon mal eine Kiste gefunden. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich auch mal um die Ertrunkenen kümmern. Da war nochmal ein Brief drin, ne? Ja, komm. So, der ist weg vom Fenster. Ich glaube, mehr ist auf dieser kleinen Insel auch nicht zu holen. Da unten wären sogar noch Frauen unter Wasser gewesen. Die wollen wir erstmal nicht haben. Das ist eine Kiste, aber es ist nichts drin. Das ist total geil. Toller Roller. Die Kiste, wo eigentlich nichts drin ist. Okay, gucken wir mal hier noch ein bisschen unter Wasser nach. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes. Und wo soll hier auf jeden Fall noch was sein? Denn wir haben erst eine Kiste von 4 gefunden. Da ist also noch reichlich Platz für mehr. Vielleicht ist ja sogar hier vorne noch irgendwo eine Kiste. Ah, guck mal. Da geht dann noch was. Haben wir schon mal 2 gefunden. Alles in Kisten zu zerstören. 3? Wo könnte die 4. sein? Das ist die gute Frage. Ich glaube, hinten entfernen wir uns eigentlich zu weit, oder? Obwohl hier immer noch mal liegen. Weil ich schätze mal eher, dass irgendwo noch in dem Spalt oder in dem Abbruch da unten irgendwo was liegt. Mal kurz auftauchen, damit wir auch ein bisschen Luft wieder bekommen. Oder gar auf der Insel dort oben drauf. Was wäre eigentlich doof. Ah, guck mal, da unten liegt noch eine Kiste. Ganz versteckt drin, ne? So, damit haben wir alle 4 Kisten eingesammelt. Wunderbar. Quest abgeschlossen. Das liest man noch gerne. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass es dafür Helden viel Erfahrungspunkte gab oder sowas. Aber darum geht es mir auch gerade gar nicht, sondern eigentlich um die Vervollständigung der Quest.
So. Gucken wir mal kurz in unser Inventar. Kapazität 30, wir haben Kapazität 100. Das ist doch schon ein kleiner Unterschied. Jetzt kann ich erstmal Stufe 21 benutzen. So, und damit haben wir erstmal alle gewichtigen Sachen durch, glaube ich. Das immer wieder kommen muss bei jedem neuen Mal, wenn man das Spiel startet. Schon echt nervtötend. So, dann wollen wir mal den Questblock gucken, was wir da noch so Schönes machen können an jedem Quest. Wie ein schöner Hexerauftrag, der meiner Stufe entspricht, nicht wirklich, ne? 17 sehe ich da noch. Fehlgeschlagen haben sie auch welche? Ne, du kannst sagen, ich habe mich doch immer bemüht, keine Quests fehlschlagen zu lassen. Also 17 ist bis jetzt, glaube ich, das, was ich am niedrigsten habe, oder? 14. 14er Quests habe ich ja noch ein paar. Ah, hier kommen wir jetzt die Quest mit dem Rosmarin und Thymian. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Das hört sich sehr gut an, das machen wir mal. Das wäre sogar gar nicht so ellenweit weg, oder? Wo haben wir das Rosmarin und Thymian? Dort. Ich bin ja fast schon versucht, dahin zu reiten. Aber wir reiten da einfach mal hin. Dann können wir unterwegs noch ein bisschen aufleveln. Das hört sich ganz gut an, ne? Das machen wir schneller. Los, lauf! Also die blauen Quests nachher im Questlogbuch, das sind denn die von Hearts of Stone. Und da werde ich euch natürlich gerne kannst durchführen. Auf. Na guck mal, jetzt ist er schon wieder. Der greift gerade mein Pferd an, der Idiot. Dämlicher Köter. Gibt mein Pferd natürlich ein bisschen Panik. Ich frage mich nur, warum auf der Weltkarte noch weitere jetzt zu golden angezeigt werden von den Tafeln. Also von den Anschlagkarten, ob da schon weitere Hearts of Stone Quests dabei sind. Langsam. Ich weiß es nicht genau, muss ganz ehrlich gestehen. Ich habe mich mit dem Phänomen Hearts of Stone noch nicht so weit auseinandergesetzt, dass ich sagen kann, ja, das gehört dazu und das gehört nicht dazu. Aber das werde ich ja dann in den nächsten Folgen ausgiebig tun. Aber die Wege sind ja schön verschlungen gemacht. So, wir kommen jetzt wieder in Richtung Novigrad anscheinend, wa? Könnte sogar sein, dass wir durch die Stadt durch müssen. Noch ein bisschen über 200 Meter. Guck mal schnell. Ja genau, wir müssen in die Stadt rein, zum Rosmarin und Thymian. Stimmt, das war ja auch in der Stadt. Da war ich ja schon mal. Ich diene dem Ewigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse mal wieder die Wege und wo wir eigentlich hin müssen. Manchmal auch. Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Ich muss zum Brunnen. So, hier vorne geht's lang. Aber wir starten den guten alten Eb hier nochmal kurz. Besuch ab und werden uns ein bisschen umrüsten, nicht direkt, aber wir werden auch wieder Sachen verkaufen. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? So, sagen wir mal, ich möchte mal gucken, was er anzubieten hat. Was hast du denn im Angebot? Ape Herr ist leider kein Rüstungsschmied, was ich mal wieder ein bisschen schade finde. Ape Herr ist leider nur ein Waffenschmied. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Spiel. Dass es so wenig Waffenschmiede gibt und einfach zu viele Waffenschmiede und zu wenig Rüstungsschmiede. Umgedreht wäre es stellenweise ein bisschen besser, da man ja doch mehr Rüstungsteile hat als Waffenteile. So, gucken wir hier mal durch. Stimmt, das muss man ja so durchskippen. Tja, die Sachen lassen wir einfach mal. Wir gucken mal kurz rein, was er noch so Schönes hat. Du siehst, ich habe ihm schon ordentlich Sachen verkauft. Immer wieder. Habe ich ihm so ein paar Brotkrümel hingeworfen. Eine neue Armbrust hätte er.
glaube, die kaufen wir uns hier mal. Die ist rüstungsdurchbohrend. Ich guck mal kurz, ob ich die gebrauchen kann. Bis dann. Also nach meiner Anzeige hier eben, im Inventar, kann ich die schon ganz gut gebrauchen. 7 bis 9. Gucken wir mal, was kann denn... Achso, ich hätte einfach so vergleichen können. Oh, ich vergesse immer diese Vergleichfunktion. Ja, die ist definitiv besser, die nehmen wir doch mal gleich. So, dann wollen wir weiter zum Großmarin und Thymian. Mal sehen, was mich da wieder erwarten wird. Wir sagen es jetzt zum letzten Mal. Verschwinde! Gnade! Wir haben 2 Kinder! Ich kann dir leider nicht helfen. Ich hätte dir gerne geholfen. So. Da ist das Rosenmarin und Thymian. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Fragen wir mal, ob es ein Problem gibt. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber. Jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Okay, fragen wir mal, ob das wirklich Freunde von ihm waren. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Und wieder diese netten Ausdrücke. So kennen wir unseren guten alten Sultan. Okay, fragen wir mal, worum es überhaupt geht bei dieser kleinen Streiterei. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel. Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimbüßen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Okay, ich denke mal, wir können nachher auswählen, ob wir dem per Quint helfen oder ob wir einfach die umbringen. Also jetzt sagen wir erstmal, dass wir ihm helfen werden. Gut, versuchen wir die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Sage mal, war Zed nicht der Transvestit? Dieser komische Transvestit-Typ. Ich kann mich da irgendwie erinnern. Hier drin ist irgendwie noch eine Quest.
einige Huren und verwässerten Wein verscherbeln? Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du. Dann wollen wir mal mit Ritter Sporn sprechen, wa? Sag mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Rund um Boden gequasselt hat. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld, also wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Na klar, werde ich ihm helfen. Schon weil er so ein Dreamlack ist. Fragen wir mal, wieso denn ein Kabarett überhaupt? Da kann er nicht irgendwas anderes machen. Wie bist du auf diese Kabarett-Idee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das... Okay, wollen wir mal gucken. Er könnte einen Kredit aufnehmen. Nee, sagen wir mal, ich kann ihm das Geld einfach leihen, ne? Ich habe ja genug. Wie viel brauchst du denn? Vielleicht kann ich dir ja leihen. Danke, Geralt, aber von dir nehme ich keine Krone. Du weißt doch, wie es heißt. Am schnellsten verliert man einen Freund, wenn man ihm Geld leiht. Aber ein Gefallen ist was anderes. Was für ein Gefallen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Ach, nun doch von ihr. Haben wir die hier schon mal besucht? Ist das nicht seine Ex-Freundin oder sowas gewesen? Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Okay. Guter alte Rittersporn benutzt uns mal wieder ein bisschen. Okay, fragen wir mal, was ich überhaupt machen soll, ne? Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Okay, fragen wir erstmal, was überhaupt der Plan ist. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Mir schwant Böses. Ich denke mal, ich muss mit einem stumpfen Schwert gegen ihn kämpfen und mich von dem verletzen lassen, sodass er bei ihr gut dasteht oder irgendwie sowas. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Oh Mann, und was werde ich da wieder reingezogen? Jetzt ernsthaft, also. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Genau, das dachte ich mir auch gerade genauso. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Gut, dann wollen wir erstmal zu Madame Irina, um die Requisite zu holen. Alter, Pumpel, nimm dein Asthma-Spray. Das klingt ja schrecklich. So, da müssen wir hoch, fix. Und
hier rüber. So, hier vorne müsste doch eigentlich die gute Irina sein, oder? Und wir müssen da noch rein und dann irgendwo hier, glaube ich, ist sie. Na, ah, guck mal, da ist sie doch schon. Oh, nichts gespeichert, so muss es sein. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich glaube, das mit dem Dodo habe ich schon mal gefragt. Ich brauche jetzt bloß die Requisite eigentlich. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. So, damit haben wir das stumpfe Schwert schon mal besorgt. Jetzt wollen wir uns vor Sophronias Haus mit ihm treffen. Ah, Mann, Alter. Sturm kann man fliegen. Halt falsch, ich bin schon klar getan. Hast du diese Armrichter gesehen, die aus Velen geflohen sind? Er hört uns. Es, ja, ja. Da soll ich lang, okay. Na gut, dann werde ich mal hier runter fix. Hier war gar nicht die Treppe. Genau. Zum Glück wird der Weg immer durch diese kleinen Pünktchen da oben schön eingeblendet. Macht es doch Hake einfacher, von A nach B zu kommen. Letzte Möglichkeit, üble Bücher rauszurücken. Vor allem Grimoires und blasphemische Schriften über die heilige Flamme. So. Hilf einem armen Kerl! Halt, hier wollte ich rum. So. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Meinesgleichen? Schon wieder so abfällig über meinesgleichen zu reden, ist nicht gut. Ach, guck mal, das war doch die... Ah, guck mal, das war die Schwertfussi. Die war das gar nicht, die Ex-Freundin. Das war diese komische Schwertfussi, die er da... ja. Der fechten, mit der er fechten lernen sollte, genau, so war das. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Okay. Sagen wir mal, das soll der Plan sein? Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Okay, ich fühle mich verarscht. Ach, die ist sofort das. Stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Okay, lesen wir mal von der Karte. Oh nein, nicht der Rote Rächer! Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde! Du bist besser, als ich dachte. Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch! Da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Oh Gott, war das Laientheater, Alter. Autsch, das tut echt weh. Das, so ein Scheiß kann er nur aus dem
aus den Gedanken von Rittersporn entstehen. Flucht. So, wir sollen uns beim Rosmarin und Thymian wieder mit ihm treffen. Oh Mann. Was in aller... Das war wirklich schon arg traurig gerade. Muss ich schon sagen. Benimm dich, Hexer. Ich hab gehofft, dass er wesentlich ein bisschen ernsteren Text schreibt, ein bisschen glaubwürdigeren Text. Aber das war ja wirklich absolut Quatsch, was er schon wieder geschrieben hat. So, ich hoffe, der gute alte Rittersporn konnte damit landen bei der Dame. Sonst war die ganze Aktion nämlich für die Katz. So, da sind wir rein. Wo ist er denn jetzt, der gute alte Rittersporn? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schein. Aber wenn man nicht ganz ruhig ist, bekommt man auch nichts. Willst du überhaupt nicht mit dem Leben? Man braucht Talent zum Leben und Charakter. Bist du nicht zu alt zum Rumhuren? Du wirst zum Alt? Kann man dafür zu alt sein irgendwie? Keine Ahnung. Die Damen scheinen sich ja mächtig auszukennen hier. Ich glaube, wir müssen noch einen höher, wa? Oder? Oh, guck mal, da liegt noch was drin. Sind natürlich nur so kleine Happen, aber mitnehmen ist immer angesagt. Ach ja, leider bräuchte man wirklich teilweise eine größere Tasche. So, ich frage mich, wo der gute alte Rittersporn überhaupt ist. Hä? Rittersporntchen? Wo bist denn du? Geht das Haus noch höher? Nee, da ist das Dach, ne? Noch höher geht's nicht. Ich glaube, wir sind hier falsch. Dann müssen wir anscheinend wieder runter. Hä, bin ich jetzt ernsthaft so hoch gelaufen oder was? Ja, stimmt, 15 Meter tiefer. Werden doch nicht hochlaufen sollen. Hä, wo ist er denn? Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß. Ach so, am Morgen treffen. Ach, mein Fehler. Ich hätte den am Morgen treffen müssen. Gut, dann warten wir mal auf den Tagesanbruch. So, perfekt. Jetzt müsste doch der gute alte Rittersporn schon da sein. Was immer auch der die Nacht über da mit der netten Dame getrieben hat. Wir werden es wahrscheinlich eh gleich minutiös erfahren, weil er eh seine Plappermäulchen halten kann. Irgendwie kann ich gerade schon was gucken, weil ich sehe noch nichts. Ah, jetzt. Nein, bin nur eine rauchen gegangen. Das ist eine rauchen. Die immer noch. Jetzt können sie... Ah, guck mal. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Ach, okay, ich soll es entscheiden. Ja, eigentlich möchte ich das gar nicht entscheiden, ne? Weil schließlich muss Rittersporn das ja entscheiden. Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration, aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Ach du Scheiße. Okay, wir könnten entweder sagen, wir wollen den Theaterstil, den Boudoir-Stil oder die Verantwortung auf Priscilla abschieben. Ich würde mal eher sagen, der Boudoir-Stil passt am besten zu Rittersporn, ne? Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl! Endlich! Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren! An die Arbeit!
Der gute alte Rittersporn sieht auch immer so gepolstert aus und ich glaube, der würde schon eher zum Boudoir-Stil passen. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Ja, ein bisschen zu rational stellen wir, würde ich sagen. Oder? Sagen wir das, glaube ich, auch. Schon wahr. Er lebt nach dem Prinzip, dass ein genossenes Leben ein gutes Leben ist. Spotte nicht. Tu ich nicht. An dem Prinzip ist nichts auszusetzen. Rittersporn weiß einfach, wie man das Leben genießt. Das ist gut. Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Bitte nicht schon wieder irgendwelche Schwierigkeiten. Fest aktualisiert, okay. Finde Rittersporn. Ich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. So, dann wollen wir mal weiter. Gucken wir mal, ob wir die gute alte Polly finden. Oder wer auch mal das sein soll, so wirklich. Ich überlege, ob ich noch ein paar Sachen verkaufe. Ach, das will ich auch mal anders machen. Das läuft mir nicht weg. Da ist der gute alte Eki. Gut, dann wollen wir mit Rittersporn reden. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Okay, fragen wir mal wirklich ganz dezent, woher er überhaupt von dem Zweitschlüssel weiß. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Hubio eingelassen hat, hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Okay, mit seiner Logik komme ich nicht ganz klar, also macht bei manchen Damen doch gewisse Abstriche, bei anderen wiederum nicht. Interessant, der gute Junge. Gut, suchen wir den Schlüssel. Okay, dann suchen wir mal den Schlüssel untersuchen. Das scheint mir recht... Nicht was hier. Was gefunden? Wo könnte er denn sein? Da, irgendwo. Da ist er doch schon. Der Schlüssel. Das war jetzt aber echt simpel. Bisschen zu simpel schon, Peter. Na gut, dann wollen wir mal rein in die gute Stube und der Arm helfen. So. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel!
Okay, sagen wir, er soll ihn erstmal ausreden lassen. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Hubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein, was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Okay, sagen wir mal, das hat er sehr gut gemacht, wa? Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler, der wird was erklären müssen. Okay, fragen wir mal, wer das überhaupt ist, so richtig, wa? Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Okay, dann wollen wir uns mal den Tippen holen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. So, und damit haben wir mal wieder eine kleine Nebenaufgabe. 2 Erfahrungspunkte für die ganze Spielerei da eben. Traurig. Na gut, wollen wir mal zu Rautleck. Bin ich kaputt. Wegen den Plakaten. Das müssten wir eigentlich noch schaffen in dieser Folge. Tja, so, wir sind schon mal am Hafen irgendwo. Das heißt nur die Frage, wo am Hafen? So, hier scharf links rum. Ja. Scheiße. So. Da müsste eigentlich sein, der gute Rautleck. Gucken wir uns mal das Ganze an hier. Aber die Quest wird jetzt nicht noch verschlüsselter als vorher. Können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Wenn es die schon mal gibt, dann sammle ich die auch mal ein. So. Das sieht nicht aus wie Rautleck, das sieht aus wie Banditen. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, sag mal, ich will nur ein paar Plakate, ne? Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub?
Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Oh, und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Na komm schon. Ja. Okay, das kann ich ja nicht machen. Das wirst du bereuen, Mutant. Ja. Gut, dann verprügeln wir mal zurück. Der eine ist hier gleich fertig von der Welle. Aber wir sind auch gleich fertig. So, der ist weg vom Fenster. Ist nur noch der eine hier. So, haben wir doch noch geschafft. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Okay, die haben ein paar bisschen Dorsche gebraucht, bevor sie wirklich anfingen zu reden. Ihr wollt recht sein. Ich glaube, es trifft hier sowieso keine Unschuldigen. So. Ich weiß nicht, ob ich nochmal kurz nach oben gehen sollte. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz nach oben. Ah, scheiße, ich finde den doofen Rautleck doch nicht mehr in dieser Folge. So, das. Ich nehme das noch mit. Man kann nie wissen, wo man das nochmal gebrauchen kann irgendwann. Wenn ich das nur als Herstellungszutaten benutze. So. Nichts als Diebe, Huren und Mörder. Dem Anwesen der Wegelboots also. Ah! Ich soll's dir. Was soll dieser Mist, Frank? Das ist kein Mist, sondern Erfahrung. Die Leute bauen, aber der Platz ist begrenzt. Der Konter auf der einen Seite, das Meer auf der anderen. So, dann reiten wir erstmal dahin, Dick. Wo er so viel mit Fixen ist, auch nichts mehr. Fass mich nicht an! Du Schwein! Das Feuer ist nicht! Du wirst morgen kaufen, was du heute schon kaufst! Ich glaube, ich werde mich jetzt irgendwo noch vor die Stadt bringen und dann, war's das, glaube ich, auch jetzt mal wieder. Muss das sein? Zu spät. Wo wird ganz Tag unterwegs und jetzt? Ach, wenn man noch so möglich gedacht. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von mir. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Ortshaber. Ja, und anscheinend nichts Gutes. So, wir sind vor den Stadttoren. Elfenblut, was? Und hier würde ich auch sagen, machen wir erstmal Schleierarm. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du bewegst dich gerne mit Geralt und mir durch die Gegend. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Bis dahin, ciao, ihr Pistemme. Bei Heart of Stone. Bye, bye.